Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin mal wieder mit einem Tag für euch da. Den habe ich bei Autorin E. Snyder gesehen und ich fand den ganz, ganz toll. Den haben auch noch gar nicht so viele gemacht, weshalb ich dachte, ich mache den jetzt einfach mal mit. Es handelt sich um den 5 Books to Movie Tag. So, und es geht darum, welche 5 Bücher würde ich gerne verfilmt sehen. Da hätte ich als erstes einmal von Kate Morton, Der verborgene Garten. Ist eine Familiengeschichte mit einem düsteren Geheimnis, was ja genau meine Sache ist. Und dieses Buch spielt auf 3 Zeitebenen. Und das ist was, das lese ich nicht nur gerne, das schaue ich mir auch unheimlich gern an. Das spielt einmal im Jahr 2005, dann 1975, 76 und zwischen 1913 und 1930. Geht einmal um die Geschichte von Cassandra, was im Jahr 2005 spielt. Dann um ihre Großmutter Nell im Jahr 75, 76 und nochmal von ihrer Urgroßmutter zwischen 1913 und 1930. Und das fände ich also ganz interessant, weil es eine super spannende Familienstory ist. Und diese 3 Zeitebenen mit den Rückblenden, das fände ich auch total klasse. Und wenn man dann noch so, ja, was so um 1900 irgendwas spielt, in so Sepia-Optik machen würde, das würde mir richtig, richtig gut gefallen. Als zweites Buch wäre dann von der Autorin E. Snyder Katzenalarm, 4 Musketiere auf Freierspfoten. Weil ich gucke auch gerne mal was Lustiges und lustig war dieses Buch. Außerdem hat es mit Katzen zu tun. Und das möchte ich also nicht als Zeichentrick oder irgendwas, sondern wirklich mit den Katzen von E. Snyder. Gut, die müsste man halt irgendwie animieren, das ist ganz klar, so wie man das bei Shrek gemacht hat. Damit die dann halt auch sprechen können und alles. Aber als Protagonistin Lisa hätte ich gern die Autorin selbst, weil als ich das gelesen habe, ich habe Lisa immer irgendwie vor mir gesehen als E. Snyder, auch wenn sie spricht und so. Ich mag einfach, wie E. Snyder spricht. Ich könnte ihr stundenlang in Videos zuhören. Ich finde es einfach toll, auch den Humor, den sie hat. Und das wird super gut hier in das Buch reinpassen. Also E. Snyder als Lisa in der Hauptrolle und ihre 4 Katzen. Die müssten wir dann halt irgendwie animieren, weil anders geht es ja nicht. Da war eine Szene drin mit dem Fenster und einem Bewerber und ich habe halt ständig die Autorin vor mir gesehen. Also richtig, richtig klasse. Würde ich mir also auch verfilmt wünschen. Das nächste Buch, was ich mir wünschen würde, wäre eine Liebesgeschichte. Und zwar von Emily Grayson, Ein ganzes Leben lang. Die Geschichte um Claire und Martin. Wirklich sehr, sehr gefühlvoll. Und ja, es war eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte. Ich habe auch Tränen vergossen. Aber es ist so eine wunderschöne Liebesgeschichte, dass ich mir wirklich wünschen würde, die als Verfilmung zu sehen. Und es spielt auch auf 2 Zeitebenen. Ja, es wäre halt auch eine Rückblende dabei, wo dann halt die Liebesgeschichte der beiden beginnt. Würde mir also auch richtig gut gefallen. Als nächstes hätte ich dann von Patrick McGinley Das Bootshaus, ein Jugendthriller. Da geht es um Alma und Alma fährt in Urlaub und auf einmal hört sie die Stimme von ihrem toten Bruder und der führt sie also zu einem Bootshaus, wo ein verstorbenes Mädchen, also was Almas Bruder ist also auch schon tot, so, das habe ich das erwähnt, naja, egal, ich glaube, ich habe es erwähnt eben. Und ihr Bruder führt sie also zu diesem Bootshaus, wo vor einem Jahr ein Mädchen ums Leben gekommen ist. Und dieses Mädchen erscheint Alma als Geist mit hohlen Augen und alles. Und sie wird auch immer von Glühwürmchen geleitet. Und es wird also alles auch sehr dramatisch. Und irgendwann kommt es zu einem Punkt, wo Alma und auch die Leiche des Mädchens Glühwürmchen brechen, in so einem richtigen Schwall. Und die Glühwürmchen, die helfen halt auch, den Fall zu klären und alles. Und das würde mich wirklich interessieren, wie man das verfilmt. Also das kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen, wenn die dann da stehen und da kommen da die Glühwürmchen daraus. Ist vielleicht auch ein Ekelfaktor dabei? Ja, mag sein. Aber mich würde es definitiv interessieren, also würde ich gerne sehen. Ja, und das Letzte, was ich gerne verfilmt sehen würde, da langt aber kein Film.
also da müsste man wirklich eine Serie draus machen. Und ich glaube, das gibt eine Never-Ending Story, weil es gibt schon, ich glaube, 7 oder 8 Bücher. Ich habe sie jetzt gar nicht gezählt. Und ich glaube, ganz, ganz viele, die diese Serie lieben, die diese Autorin lieben, wünschen sich eine Verfilmung davon, sei es als Filme mit Überlänge, sei es als Serie. Es ist wohl teilweise auch im Gespräch, das zu verfilmen, aber man wird sich wohl irgendwie nie einig, wer denn die Protagonisten besetzen sollen. Das ist auch schwer und ich habe eine Kundin, die liebt diese Serie genauso wie ich. Hallo Sabine, falls du das siehst. Du weißt jetzt, was ich meine. Und wir sind beide der Meinung, es muss verfilmt werden. Aber wir sind uns beide bei der Besetzung des Protagonisten auch nicht einig. Also jeder hat ja so ein Kopfkino und sie hat jemand ganz anderen im Sinn als ich. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Und das zu besetzen wäre sehr schwer. Und zwar ist die Rede, ich habe jetzt hier den ersten Band von Diana Gabaldons Highlander-Saga um Jamie und Claire. Spielt auch auf mehreren Zeitebenen, geht von Schottland über Frankreich bis in die USA und über mehrere Jahre hinweg. Und es ist einfach nur toll. Mit Kämpfen und Liebe, und also alles dabei, was das Herz begehrt, ja. Würde ich mir wahnsinnig wünschen, wenn das verfilmt werden würde. Aber wie gesagt, ich glaube, da muss man wirklich eine Serie draus machen. So, meine Lieben, das waren meine 5 Books to Movie, die ich gerne verfilmt sehen möchte. Da gibt es noch einige mehr, die ich gerne verfilmt sehen möchte. Aber ich darf mich ja leider nur auf 5 beschränken. Sonst wäre da wirklich noch ganz viel Krimi, Thriller, was ich verfilmt haben möchte. Ja, und ich tagge jetzt zu Sarah Story. Da würde mich echt interessieren, welche Bücher du gerne verfilmt sehen würdest. Den lieben Andy, Privido Libro. Auch bei dir würde mich wahnsinnig interessieren. Dann meine liebe Mandy Bugaholica, bei dir auch. Wen noch? Ja, genau. Und natürlich meine liebe Julia, wie immer, das weißt ja. So, ich denke, das langt dann jetzt auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei dem Tag mitmacht. Ihr könnt mir gerne eure Videoantwort schicken, freue ich mich drüber. Und ansonsten, wem der Tag gefallen hat und wer gerne mitmachen möchte, darf natürlich gerne mitmachen, ist ja ganz klar. Und ihr dürft mir auch gerne eine Videoantwort schicken. So, meine Lieben, ich mache jetzt wieder Schluss und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut!